Ich war jetzt wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Dotex You Last Recount und wir schauen uns jetzt einfach mal die, wow, die ganzen E-Mails an. Zio nimmt seine Aktivitäten wieder auf. Hertha hat das Management überzeugt, Zio wieder einzusetzen, aber unter einer Bedingung. Kümmert euch so schnell wie möglich um das Aida-Problem. Wahrscheinlich wollen sie den schwarzen Peter einfach an uns weiterreichen. Zu Yata, du hast seine Mail erhalten, oder? Ich bat ihn dir zu schreiben. Ich glaube, er hat eine Ahnung, mit was wir es zu tun haben. Akzeptiere es, was immer es ist, wenn du kannst. Meine Aufgabe lautet, Owan zu finden. Halt die Füße still, bis ich dich kontaktiere. So Yata got reinstated to GU. Yeah, we should wait for Pi to contact us. Die Zukunft von GU. Es gibt nun 7 Epitaph-Nutzer bei GU, mich selbst eingeschlossen. Der einzig verbleibende Nutzer ist der Epitaph der Wiedergeburt. Vermutlich kannst du dir denken, wer es ist. Es stimmt. Der letzte Epitaph-Nutzer ist Owan. Alle 8 Epitaph-Nutzer sind erwacht. Wenn unsere derzeitige Situation das Ergebnis seines Plans sind, dann ist Owan zweifelsfrei zur nächsten Phase seines Plans übergegangen. Ich habe Pi gebeten, sich um die Suche nach Owan zu kümmern. Ich werde Fidels Prophezeiung analysieren. Halte dich bereit, bis ich ein Ergebnis habe. Haseo, wieder einmal arbeiten wir zusammen. Ich zähle auf dich. It's up to you. Even for email, that's not much to go on. We can't solve this problem without Yata. I don't like anything about this, but I've got no choice except to play along. Geschichten aus der Vergangenheit, Entschuldigung. Reden wir kurz über vergangene Zeiten. Die Zeit, bevor du Owan kennengelernt hast. Ich war einst ein Spieler hier in The World. Auch als Wise Man aus Dotec, dem Original Dotec bekannt. Ich übernahm die Rolle eines Informationshändlers und versuchte mich als eine Art Hacker. Als Hacker-Kollegen hatten Owan und ich etwas gemein. So dachte ich zumindest. Ich respektierte ihn, ja, bewunderte ihn gar. Aber irgendwann veränderte er sich plötzlich. Er begann jene bizarre Waffe mit sich zu tragen, streifte ziellos durch Gebiete und gründete die Zwielichtbrigade für die Suche nach dem Schlüssel des Zwielichts. Ich weiß nicht, warum er sich änderte, oder warum sich Eide in ihm einnistete, oder warum Spieler zu Verlorenen wurden. Ich begreife nichts davon, doch ich bin überzeugt, dass es einen Grund gibt, der sein Handeln motiviert. I had no idea that Yata and Owan knew each other from that far back. Ida's just a piece of the puzzle. Everything that's happened was part of Owan's plan. Pi, Ida. Ich habe ein Ida-Signal in Brackepona aufgespürt. Es ist sehr dringend. Komm unverzüglich zu Brackeponas Chaos-Tor. There's been an Ida-Detection in a town? We've got to get to Brackepona. Saku, für alle Fälle. Wie ich höre, hat dir Bo also eine E-Mail geschickt oder so. Nur damit du es weißt. Ich habe nicht vor, auf irgendwas zu hören, was du sagst. Weißt du, ich wurde nur geboren, weil Bo alleine so geweint hat. Aber Bo ist nicht mehr allein. Erzählt's euch. Deshalb verschwinde ich. Das ist für alle das Beste. Vor allem für Bo. So, und hier ist es so, dass man Saku tatsächlich auch verlieren kann. Je nachdem, wie man antwortet. So, sagt man zum Beispiel, aha, na dann, wenn du das denkst, dann geh eben und verschwinde. Wenn wir das abschicken, dann ist Saku für immer weg. Antworten wir allerdings richtig, können wir Saku im Team behalten. Wir werden nie ein Ersatz für dich. Du bist die Einzige, die Bos große Schwester sein kann. Das ist die erste E-Mail, die wir verschicken. Wir müssen sie auch... Genau. Wir müssen sie dazu bringen, dass sie versteht, was Sache ist. So, jetzt werden wir aber erstmal uns um das Eider-Signal kümmern. Und dann wieder um Saku. Da läuft auf jeden Fall Bo. Darn it. This was just a dead end. Startle me like that.
How'd you get here anyway? Wait a minute. You're Ina, aren't you? Ina? You're Sakuba? Kind of. I'm Bo. Man muss mehrere E-Mails schreiben, Rhodey. Hey, you maybe want to play together? Ich glaube, eine E-Mail ist nicht ganz so eindeutig, wenn ich mich recht erinnere. Oh nein, da haben wir Ida. Ina begleitet von Ida. Na, meinetwegen. Haseo. Pai, has something happened? An extremely strong Ida presence was detected here, in Breg Epona. I've marked the point where it's originating on your map. I'm gonna head to that point ahead of you. Sie könnten ja auch zusammen gehen. Pai's already headed to the place where Ida was detected. So, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Deshalb werde ich jetzt Atelier einjagen, ja, einladen. Es gab nämlich einen relativ schweren Kampf, der müsste auch bald kommen. Aber ich weiß nicht mehr, wann genau. Deshalb werde ich jetzt, wann immer ich kann, Atelier einladen. Egal, ob es in einen Dungeon geht oder nicht. Und wo muss ich hin? Dort runter muss ich. Gut, da fahren wir mal mit dem Bike. Bums. Ne. Wir hätten Pai eigentlich schon lange überholen müssen. Pai! Haseo, look at that! Bo! Vanished. That was Ida just now. Where'd Bo go? Did Ida take him away? There are still a few anomalies in the data stream. If we follow them... We're going after Bo. Invite me into the party. I'll commence area hacking here. So, dann wird Pai. Ich habe mich jetzt kurz gefragt, was das für ein komisches knatterndes Geräusch ist, aber das waren die Zahnräder dort. So, jetzt geht's mal wieder in einen der äußeren Dungeon. I don't see him. He might be further in. Let's go. So, Gegenstände. Oh, wir haben keine Feenkugeln mehr, oder? Ne, wir haben keine mehr. Gut, dann müssen wir das ohne Feenkugeln hinkriegen. Und Geschwindigkeitsdinger haben wir auch nicht mehr. Dann müssen wir jetzt die Amulette nehmen. So werden die drei ebenfalls schneller. Outer Bugs. Let's get them, Haseo. Geh durch den äußeren Dungeon und erledige alle äußeren Bugs. Die verbleibende Anzahl der äußeren Bugs wird oben links angezeigt. Dasselbe wie bei Moontree damals. Okay, jetzt müssen wir sogar kämpfen. Gut, dass ich Atelier mitgenommen habe. Buggeburt. Das hört sich an wie irgendwie wie eine neue Art von Beleidigung. Ey, du dämliche Buggeburt, ey. So. Na, Pai macht natürlich kaum Schaden an diesen Viechern. Wieso auch immer du jetzt anvisiert bist. Egal, auf die Art und Weise sollte Pai eigentlich noch ein paar Level-Ups bekommen. So, und in dieser Volume gibt es auch wieder einen Doppelgangerkampf. Und den sollte man möglichst dann in Angriff nehmen, wenn man die Hauptstory hinter sich hat. Denn dadurch bekommt man die meisten Boni. Deshalb werden wir den auch erst dann angehen können. Ich möchte schon so viel wie möglich da mitnehmen. Zack. So, der ist down.
Pretty much what I expected. Oh ja, das sind EXP, ey. Das sind massig an EXP. Sehr gut. Dann lohnt sich das ja auch für Haseo und Atoli. Genau daran musste ich auch gerade denken. Könnte eine Nerdversion. Nerdversion solche Beleidigungen sein. Ach, schön. You're not getting away. Wo wir es jetzt auch bei Beleidigungen hatten. Letztens habe ich eine wieder komplett neue für mich selbst erfunden. Als mich in einem Online-Spiel jemand aufgeregt hat. Da habe ich einfach zu ihm gemeint, dein Vater hat deine Mutter auf den Viehhandel erstanden. Alter, ey. Oh, schön. Ach, fuck, ich hätte eigentlich Avatar Awakening nutzen können. Um mehr Avatar-Teile zu bekommen. Ach, shit. Nicht Avatar-Teile, Viruskerne. Das lohnt sich jetzt bei den beiden nicht mehr. Das Maximale bekommt man halt heraus, wenn man möglichst viele Gegner damit trifft. So. Aber ihr kennt mich doch. Ich lasse mir immer irgendwelche sehr merkwürdigen Beleidigungen einfallen. Schon seit Mario Kart Community Rennen oder so. Damals doch mit Rüdiger. So. Level Ups. Wunderbar. Na, das Ding wollen wir noch nicht nutzen. Ich will erstmal noch weiter rumrennen. So, jetzt aber. Einmal Avatar Awakening. Drei zusätzliche Viruskerne. Und um eine verlorene Waffe zu erweitern, brauchen wir, glaube ich, 50. So, jetzt nehme ich dich erstmal mit. So funktionieren übrigens Bugfixes im Real Life. Autsch. Und zack. So, ich dachte, der wäre schon tot. Aber der hat noch überlebt, damit ich ihn einrennen Gacki reindrücken kann. This is a piece of cake. So. Moment, ich guck jetzt einfach mal. Das interessiert mich. Kurz verlorene Waffen. Ja, Level 50 brauchen. Ach, Level 50. Quatsch. 50 Viruskerne brauchen die alle. Okay. So, und wir haben noch 5 Gruppen. Dann löschen wir die auch mal eben aus. Und zack. Und zack. Nochmal. Ne. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Eigentlich wollte ich die in der Combo gefangen halten. Na gut, machen wir das so. Oh, zack. Du bist down. Gut, Pai kümmert sich dann um den. Ich versuche, ihn hier platt zu kriegen. Und Atelier ist mittlerweile ziemlich gut darin zu heilen. So viele Rengekis, das wird einen ordentlichen Bonus geben. Ihr könnt ja mal abschätzen, was für ein Rengeki-Bonus das geben wird. This is a piece of cake. 1 von 45, na gut. Das war ein bisschen weniger, als ich hier erhofft habe. wir müssen ein neues Geschwindigkeitsamulett raushauen. Oh, das sind 2. Na komm, machen wir mal. Und den haben wir einige bekommen. Sehr schön. So viel hätte ich gar nicht erwartet. Ich glaube, das waren 5 oder so. Ich hätte ehrlich gesagt nur 2 erwartet, weil 2 Gegner sind. So ganz habe ich das dann wohl doch noch nicht gelernt. So, Backkönigin Beta. Ist auch down. Von da kann ich das Ding kann ich mal kurz kaputt machen. Lass mich durch. Danke.
So, wo waren wir denn schon? Da waren wir auch überall noch gar nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Da sind auch schon die nächsten Gegner. Oh, das ist hier sogar eine Gattsacke. Ja, eine Sackgasse. Eine Gattsacke. Hört auf, mich zu nerven, ihr dummen Backgeburten. Ich habe andauernd das Gefühl, Backmehl sagen zu wollen. Oder backen oder irgendwie sowas. So, ach schade, einen der anderen nehme ich nicht noch mit. Na gut, der ist jetzt so gut wie hinüber. Korrigiere, er ist hinüber. Aus seiner Attacke rausgerannt. So, den Renkeki nehme ich mir jetzt nochmal mit. Kabums. Das sollte Pai jetzt ohne Probleme alleine schaffen können. Nein, Pai rennt lieber weg. Pai, du hattest einen Job. Und bist weggerannt. Wow. So, Pai jetzt auch Level 112. So, wir haben noch zwei Mobs hier rumlaufen. Jetzt die Frage, wo die Mobs sind. Das ist nur so ein Item-Dingens. Wahrscheinlich den Weg, den ich noch nicht lang bin. Wow, Keanu. Du bist ja richtig schlau. Du könntest Detektiv werden. So wie Detektiv Pikachu. Das ist ein Spiel, was ich mir nicht holen werde, ey. Interessiert mich kein Stück. Wenn ich mich recht erinnere, war das Pikachu auch ein bisschen pervers, oder? Jedenfalls erinnere ich mich da irgendwie dunkel an den japanischen Trailer von vor 2 Jahren, oder wie lang das her ist. Und dann die Stimme von dem Pikachu, das passt ja mal überhaupt nicht. Finde es irgendwie ein bisschen lächerlich. Vor allem, was soll das ein Fall sein? Das kann ja kein Mordfall sein, weil Pokémon ist ein kinderfreundliches Spiel. In Anführungszeichen kinderfreundlich. Wenn ich mir so manche Pokédex-Einträge ansehe. Was mit Barnett oder so? Okay, hier haben wir auch eine Sackgasse. Dann, da unten sind wir noch nicht lang gelaufen. Okay, dann werden wir das wohl machen. Und wieder mal müssen wir ein Geschwindigkeitsamulett einsetzen. Aber ansonsten würde Mord nicht so wirklich zu Pokémon passen. Ups. Was war das denn jetzt? Ich bin versehentlich auf die R2-Taste gekommen. Na, meinetwegen. Soll passieren. Legen wir los. Ja, wir sind schon lange dabei, Pai. Das hat sich sogar gereimt. Ungewollt. Ich will jetzt mal... Achso, ich kann hier nur... Rast? Wir machen mal eine Plattform-Rast. Das ist eine Sache, die man nur einmal in einem Feld oder einem Dungeon machen kann. Dabei restauriert man dann komplett HP und MP. Oder in diesem Fall halt FP. Mach ich dich jetzt auch noch kaputt? Und da müsste der letzte Mob ja hier sein. Ja, da ist er auch. I'll crush you. Und die! Ufa, was war das nochmal für ein Viech? Das sagt mir jetzt gerade mal nichts. Oder war das dieses Kaulquappen-ähnliche Weichdingens da? Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher. Autsch. Und... Na toll, das hat nicht so gut funktioniert. Das werde ich jetzt einfach mal nicht einsetzen. Aber dafür... Oh, der hat nur noch 5 HP. Dafür aber das da. Weiteren Rengeki kann ich nicht machen.
fuck, ich hab die... Ich hab die falsche Taste gedrückt. Kacke. Oh, jetzt habe ich... das Awakening verschwendet. Geisterfalke. Du hast Künste der Stufe 3 erhalten. Du kannst Stufe 3 Künste entwickeln, indem du dein Können mit Waffen der gleichen Kategorie verbesserst. Das verkürzt die Aufladezeit und verringert den FP-Verbrauch. It doesn't look like Bo's here. It looks like he's already moved on to another area. There's nothing else we can do. Let's head back to town for now. So, aber erstmal Fertigkeiten Trigger. Ach so, das war das da, okay. Geisterfalke. Also Segelbogen. Ach so, okay. Sah das ein... War das schwarz? Schwarz? Ich hatte es irgendwie pink in Erinnerung. Kann auch sein, dass ich das mit irgendeinem anderen Vieh verwechsel, was auch ein bisschen platt aussieht. Naja, wie ist denn der Pokédex-Eintrag von dem Vieh? Das würde mich mal interessieren. Wenn wir schon mal dabei sind. Beweg dich! Halt die Klappe. Bo, where'd you go? I'll continue to search the areas for Bo. Wait for contact. Du hast Post. Ausloggen. Also doch irgendwas mit Pink. Ich wusste doch, irgendwas Pinkes war da. Nice to meet you. Ich hab nicht das gesehen, was ich gesehen habe, oder? Er hat uns so lange in Ruhe gelassen. Und nun will er wahrscheinlich wieder eine Quest mit uns machen. Och nein, ey. Seht ihr? Der Stream ist schon wieder versaut. Also nein, im Gleichen. Oh Gott! Boah, hatten wir ein Glück. Er will keine Quest mit uns machen. Er sagt nur, dass irgendwas im Rumorboard ist. Wegen einem Geistermädchen. Puh. Kleines Geistermädchen, Big Mountain. Ich habe gerade einen Geist in the World gesehen. Es war ein kleines Mädchen in weißer Gothic-Kleidung. Sie wollte mit mir spielen, also tat ich es. Aber dann sagte sie, sie sei müde und wolle sich ausloggen und verschwand vor meinen Augen. Es war kein Transfereffekt oder so. Sie löste sich einfach in Luft auf, wie ein Geist in einem dieser Horrorfilme. Im Ernst? Hat noch jemand einen Geist in the World getroffen? Paradies. Okay. Man, I didn't get any real information out of that. Eine neue E-Mail. Von Pi. Hast du dir mal das Gerüchteforum im Community Forum angeschaut? Da gab es einen Bericht über ein Geistermädchen. Ja, das wissen wir. Das weißen. In ein Mädchen in Gothic-Kleidung. Das ist der Spielercharakter, der Sakubo entführte und Aida kontrollierte. Sakubo ist in Gefahr. Lass uns genau verzeichnen, wo dieses Mädchen auftaucht. Hasero, kontaktiere den Typen, der den Beitrag geschrieben hat. Big Mountain. Ich gehe anderen Spuren nach. Offenbar ist Big Mountain immer in Bragaponas Hintergassen zu finden. Wenn du etwas herausfindest, lad mich ein. Okay. Jetzt interessiert mich aber noch ein... Oder kam da kein neuer Post mehr? Ach so, das war ab Kalu, was dann noch neu stand. Gut, dann lass mich mal kurz auf die Zeit gucken. Das reicht noch. Da können wir noch ein bisschen. Sind erst bei knapp 25 bald. Dann schauen wir mal. Let's go meet the PC who posted on the forums. If we don't hurry, something might happen to Bo. So, und wie gesagt, Gruppe, Atali. So, jetzt will ich mal kurz, nein, da speichern wir. Kaufen. Feenkugel. Da. Komm, nehmen wir mal 5. Wobei, nee, wir nehmen das Maximum mit. Warum so knausig sein?
Spuren sind relativ, wenn auch recht witzig. Sonne wird gesagt, dass seine Organe hervorschnellen kann, während im Untermundfang, wie versehentlich auf seinen glitschigen Körper tritt, rutscht nicht nur aus, sondern handelt sich auch Gufas Ärger und Hiebe ein. Wow. Und da ist mein Headset wieder abgeschmiert. Habe ich mal wieder nicht aufgepasst, wo ich das Gamepad halte. Also ich werde mir wohl kein Funk mehr holen, also. Da hat man ja nur Ärger mit. Also Funk ist eigentlich cool, aber mit dem PS4-Controller rate ich davon dann mal eher ab. Ja, wieder ganz da hinten, okay. Goddammit. Wie schwer es ist, um eine Laterne zu fahren. Schon heftig. Autsch. So, und da haben wir Big Mountain. Was? Du willst wissen, wo ich dieses weiße Geistermädchen gesehen habe? Mensch, lass mich damit bloß in Ruhe. Seit ich im Forum gepostet habe, hatte ich nichts als Schere rein. Ich möchte mit diesem Zeug nichts mehr zu tun haben. Bis dann. He's gone. Damn. We weren't able to ask him anything. Huh? I thought I heard somebody screaming. Was it from the bike shop? Das hat sich sehr nach Pyrrhos angehört. Dass es den Idioten auch noch gibt. Ich dachte, der wäre schon längst irgendwie von Tri-Edge gekillt worden. Ja, es ist der Spinner. Hey, hey, what's... Ooh, you with the great eyes! I must speak to you! As if Tri-Edge wasn't enough, now a hacked PC has decided to appear! Unforgivable! I will make it my life's work to vanquish that disgustingly cutesy little goth ghost! There's no point getting all excited if you don't know what area she's in. Do not underestimate my information-gathering prowess! What? Don't tell me! Sigma! Fading! Moonflower! Glory! Sigma! Fading! Moonflower! Let us depart! Justice is on our side! Are you serious? All this kind of pisses me off. But I... Let's invite Pi. And go to Sigma. Wir laden nicht. Okay, wir laden Pi ein. Und dann, wen nehmen wir noch mit? Nehmen wir noch. Du kannst. Ich darf. Pi haben wir doch schon. Atelier haben wir doch schon in der Gruppe. Ich Idiot. Ich war kurz komplett weg, ey. Super. Happy Birthday, wir haben Pi umgefahren, die im Kreis läuft. Was uns im Gufa kann, weiß das Zeug aus seinem Innern absondern, hat sie zu einer Fähigkeit, die im Englischen Innards Out heißt und lernt zudem Attacken Überflutung, Härte und Nassmacher. Pokémon, die also wirklich sehr... Ja. Detektiv Pikachu und so. So, jetzt lass noch mal gucken, wie die Zeit. Ja, ich denke, dass wir. Was macht ihr beiden da? Die Stadt. Ja, meinetwegen, Herr. Beim nächsten Mal brechen wir dann hierhin auf. Und zwar ist es natürlich ein Dungeon. Warum kann es kein Feld sein? Das war euer Keanu mit Let's Play Dotek Zero Last Recode. Bis zum nächsten Mal. Ciao.